Die Industrie wird bereits seit längerer Zeit von den unterschiedlichsten Problemen und Herausforderungen auf die Probe gestellt. Laut einer aktuellen Studie des Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmens EY bleibt der Fachkräftemangel weiterhin eine der größten Sorgen mittelständischer Unternehmen. 87% der befragten Unternehmen geben an, Schwierigkeiten zu haben, geeignete Fachkräfte zu finden. Auch die Industriellenvereinigung schlägt angesichts des großen Personalmangels Alarm und fordert zum Handeln auf. Schon alleine aufgrund des demografischen Wandels könnten laut Industriellenvereinigung in den nächsten 12 Jahren rund 460.000 Arbeitskräfte in der Industrie fehlen. Dazu ist jetzt Erich Lehner, Studienautor und Managing Partner Markets bei EY Österreich, bei mir zu Gast. Guten Tag, Herr Lehner. Vielen Dank, dass Sie da sind. Guten Morgen, danke für die Einladung. Herr Lehner, der Fachkräftemangel ist also nach wie vor ein großes Problem. Das zeigt doch Ihre Studie. Was ist denn Ihre Erklärung? Auf dem Arbeitsmarkt läuft es gut. Warum gibt es so große Probleme, passende Fachkräfte zu finden? Naja, 87% der österreichischen Unternehmen haben Probleme, Fachkräfte zu finden. Aber es sind nicht nur Fachkräfte, sondern es ist ein Arbeitskräftemangel allgemein. Das ist einerseits die demografische Entwicklung, die hier hineinspielt, aber auch die Pandemie hat sehr viel verändert. Das Verhalten der Leute, wie sie arbeiten wollen, ist anders als vorher. Wir sehen das, dass mehr als die Hälfte nicht mehr Vollzeit arbeiten will, sondern Teilzeit oder hier flexibler sein will. Und auch dieses Potenzial fehlt uns am Arbeitsmarkt. Fachkräftemangel, davon hören wir jetzt schon seit vielen Jahren. Haben Sie eine Erklärung, abseits der demografischen Entwicklungen, warum sich die Situation jetzt gerade so zuspitzt? Naja, wir müssen ein bisschen tiefer gehen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass bereits in den Schulen das Interesse geweckt wird für Wirtschaft und Industrie einerseits, aber auch für Forschung, für Technologie. Und ich denke, wir müssen hier bereits in der Erziehung, in der Schule die jungen Leute in diese Richtung bringen, dass wir das Interesse wecken und das Potenzial, das in uns schlummert, auch bestmöglich dann auch heben zu können. Welche Branchen sind denn vom Fachkräftemangel besonders betroffen? Was hat da Ihre Studie ergeben? Also ganz stark betroffen ist der Sektor Verkehr, Industrie, Energie. Dann der ganze Bereich des Tourismus ist sehr stark betroffen, aber auch die Gesundheitsbranche. Das sind die drei Bereiche, die am stärksten betroffen sind vom Fachkräftemangel. Gibt es da auch Unterschiede in den Regionen? Gibt es da ein Ost-West-Gefälle oder sind da alle Regionen in Österreich gleichermaßen betroffen? Ja, wir sehen schon einen Unterschied. Also insbesondere Oberösterreich und Niederösterreich sind sehr stark betroffen vom Fachkräftemangel. Etwas leichter ist es in Wien, aber das ist klar, in den Ballungsräumen ist mehr Potenzial vorhanden, Arbeitskräftepotenzial. Aber insbesondere Oberösterreich, Niederösterreich, aber auch der Westen, Vorarlberg, Tirol folgen Oberösterreich und Niederösterreich. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Naja, wir haben insbesondere, wenn ich jetzt die oberösterreichische Situation ansehe, gibt es Regionen wie zum Beispiel das Mühlviertel, wo eine ganz, ganz geringe Arbeitslosigkeit ist. Und das ist ganz, ganz schwierig, dort das Arbeitskräftepotenzial noch weiter zu heben, weil die Leute dort vollbeschäftigt sind. Gehen wir jetzt vielleicht noch einen Schritt weiter. Welche Auswirkungen hat denn der Fachkräftemangel für die österreichische Wirtschaft insgesamt? Naja, ich denke, es ist ein dramatisches Signal, denn die Gefahr besteht der Deindustrialisierung Österreichs, aber auch das ist ein europäisches Phänomen, aber insbesondere für Österreich. Also hier müssen wir entgegenwirken, dass es nicht zu einer Deindustrialisierung kommt. Aber auch die Finanzierung des Sozialstaates hängt davon ab. Wir können uns den Sozialstaat nur dann leisten, wenn es genügend Potenzial gibt an Arbeitskräften, die auch ihre Sozialleistungen abliefern, damit wir die Transferzahlungen finanzieren können. Also diese zwei Säulen sind ganz wichtig und daher ist es eines der wichtigsten Themen und Probleme unserer Gesellschaft, hier entgegenzuwirken. Welche Lösung könnte es denn dafür geben, um der Deindustrialisierung entgegenzuwirken? Naja, wie bereits erwähnt, ich glaube, wir müssen die jungen Leute interessieren für Wirtschaft, für Industrie, aber auch für Technologie. Es müssen die universitären Einrichtungen da sein. Ich glaube, da ist ja auch sehr viel schon passiert, aber da dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir sind eine wissensbasierte Gesellschaft und wir müssen die Leute in die Ausbildung bringen. Einerseits, was Universitäten, Fachhochschulen betrifft, aber auch die Berufsausbildung. Wir sind Vorbilder auch international in der dualen Ausbildung, Lehrlingsausbildung. Die Amerikaner kommen zu uns und schauen sich das an. Aber da dürfen wir nicht uns auf den Lorbeeren ausruhen, sondern weiter dran arbeiten. Und auch das Potenzial an jungen Leuten, die zu uns kommen, auch von auswärts, möglichst rasch in den Arbeitsmarkt hineinzubringen, zu integrieren und gut auszubilden. Eine letzte Frage noch. Ihre Einschätzung aus Expertensicht, die Digitalisierung, hat die vielleicht auch
auch ihren Teil dazu beigetragen zum Fachkräftemangel. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Na, ich denke, die Digitalisierung und Automatisierung wird kommen, da stehen wir erst am Beginn. Es wird eine Verschiebung der Kompetenzen brauchen. Es wird vielleicht in einen oder anderen Bereichen auch das Fachkräfteproblem abmildern, weil man durch Automatisierung, künstliche Intelligenz und so weiter viele Dinge vielleicht substituieren kann. Aber umso mehr brauchen wir dann Kompetenzen, dass wir in diesen Bereichen auch weiter vorankommen. Und auch da sind wir gefordert, rasch zu reagieren. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Herr Lehner, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und den Besuch im Studio. Gerne, Dankeschön.